Guten Morgen, eine neue Woche beginnt und wir beginnen heute mit einem Laufdiktat im Buch Seite 52. Du erinnerst dich dran, Buch Seite 52, das ist die Geschichte von Timo und den Keksen. Damit haben wir schon letzte Woche gearbeitet und heute üben wir das Schreiben. Letzte Woche haben wir das Lesen geübt und heute üben wir das Schreiben. Was brauchst du für das Laufdiktat? Du brauchst ein Buch auf der Seite 52, du brauchst ein Heft und du brauchst einen Bleistift. Buch, Heft, Bleistift und vielleicht einen Radiergummi. Ja? Nummer 1, was mache ich? Ich nehme mein Buch, suche die Seite 52. Hier, ich suche die Seite 52 und ich überlege mir, wohin lege ich mein Buch. Ich lege es nicht auf meinen Tisch, weil das heißt ja Laufdiktat. Ich muss laufen. Das heißt, es muss mindestens 5, 6, 7 Meter weg sein. Ja? Du kannst es in die Küche legen, du kannst es ins Wohnzimmer legen. Du kannst es auf die Treppe legen. Ich lege es jetzt hier auf meine Leiter. Zeig dir mal, ich habe hier eine Leiter. Und hier liegt jetzt mein Buch. Das sind keine 5 Meter, aber du machst es bitte mindestens 5 Meter weit weg. So, ich habe mein Buch hingelegt. Ich lege mein Heft auf den Tisch. Ich nehme meinen Bleistift. Und ich schreibe ins Heft zuerst das Datum. Heute ist Montag, der 22. Juni 2020. Ja? Und ich schreibe in die nächste Linie Laufdiktat. Und ich unterstreiche mit einem Lineal. Entschuldigung, mein Lineal ist in der Schule. Ich kann es nicht mit Lineal unterstreichen, aber du hast dein Lineal zu Hause. Unterstreiche bitte mit Lineal. So, wie funktioniert das Laufdiktat? Ich gehe zu meinem Buch. Ching, 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 5 Meter. Und ich lese das erste Wort. Was? Und erinnere dich dran, ich lese, ich überlege mir, wo gibt es Probleme, was ist ein bisschen kompliziert, ich merke es mir. Was? Großes W, A's, was? Wieder 5 Meter zurück. Was? Ich gehe wieder zu meinem Buch, mindestens 5 Meter. Ja, ist, IST, das sind zwei Buchstaben, ich gehe wieder zurück zu meinem Heft, ist, und wieder laufen, ja, das ist heute ein bisschen Sport, ich gehe wieder zurück zu meinem Buch in der Küche oder im Badezimmer oder im Wohnzimmer, bloß, uhu, und hier wird es kompliziert, bloß, B, L, O und deutsches S. Und wieder die 5 oder 10 oder 20 Meter zurück. Bloß. Und so schreibst du weiter. Und jetzt schau her. Du erinnerst dich, du musst und du darfst. Du musst mindestens bis hier schreiben. Das musst du. Ja, den ersten Abschnitt, Überschrift und bis hier, bis zu Zimmer. Das musst du schreiben. Du darfst natürlich mehr schreiben, wenn du möchtest. Wenn du mehr schreibst, lernst du mehr. Nochmal, du musst das hier schreiben. Du darfst natürlich auch das hier schreiben, wenn du möchtest. Wir sehen uns morgen. Tschüss.